Mein Vater ist an der Reihe. Die Weltregierung hat Whitebeard komplett umzingelt. Die Söhne, die er gerettet hat, stellen sich auf die Seite des einzigen Vaters, den sie je gekannt haben. Okay, wir sind jetzt Kaido. Jetzt geht's richtig ab. Dein Sohn kennt sie da aus. Ja, das ist doch cool. Das sind meine Spezialangriffe. Ich glaube, aber hier kann ich noch ein bisschen was ändern. Ach ja, stimmt, hier brauche ich noch goldene Karten, ne? Stimmt, hier brauche ich Jack. Benötigt dieses Material, das sind diese, die man auch freischalten kann. Jack brauche ich. Ich weiß aber nicht, wie man Jack bekommt. Und hier Kaido und Big Mom. Bekommt man bestimmt durch irgendeine Mission. Weiß der Geier woher. Ah, und hier brauchte ich Kaido-Münzen. Um den hier noch zu boosten. Aber eigentlich will ich nur auf Stärke gehen. Aber Stärke habe ich doch überall schon, ne? Wie es aussieht, ja. Das ist der Skillbaum. Beziehungsweise weil One Piece ja ein Piratenspiel ist, ist es hier ein Sky-Insel. Feld. Wie auch immer. Ja, wohl. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Nö. Das reicht erstmal. So, Whitebeard gerettet. Whitebeard oder Ace besiegt. Alles klar. Das kriegen wir hin. Ja, wünsche ich dir auch. Jefferson, wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Der ist sowas von overpowered hier, der Typ. Mit seiner Keule. Er kann sich auch in Drachen verwandeln. Zeige ich euch gleich. Orisplatz. Warum spawnt der da, der scheiß Anführer? Wenn man diese Gebiete runtergehauen hat, dann muss man immer so einen Anführer killen. War so ein Bauchklatscher. Er kämpft nicht mit dem Bauchklatscher. Ja, ich weiß nicht, ob ich Chopper spielen will. Chopper ist nicht so meins. ...500 Leute habe ich schon gekillt. Ich glaube, ich sollte Whitebeard helfen. Hat da irgendwie Probleme, glaube ich, wie das aussieht. Schon wieder Corby. Und Garb, Alter. Aber jetzt. Jetzt ist komplett vorbei. Ah, Scheiße, sieht man jetzt nicht so. Das ist so heftig, ey. Garb besiegt. Er nimmt die Leute einfach so mit im Blitz. Wie konnte man das nochmal... Auf L2 konnte man noch sprinten, oder nicht? Ah, jetzt ging die falsche Richtung. Aber vielleicht kann der... Ach komm, fahren wir uns zurück. Vielleicht kann der ja gar nicht sprinten, so. Dem Modus. Wir müssen auf jeden Fall Whitebeard helfen. Der darf ja nicht sterben. Der alte Sack. Der steht einfach nur so da rum. Ich mache mir richtig Sorgen, dass er stirbt und er chillt einfach seine Base.
Boah, ich habe nur noch wenig Leben. Aber vielleicht doch seine Verteidigung boosten sollen. Ich muss gleich echt vielleicht mein Leben holen. Ah, da sind Leben. Okay, ja. 500 ist wenig. Besser als gar nichts. Okay, jetzt killen wir die. Ach, die sind da unten, Sentomaru und Pazifist. Achso. Das ist, wenn die hier gewesen. Das ist so ein bisschen das Problem meiner Drachenform. Da kriegt er voll viel Schaden immer. Sind die denn? Ich sehe die nicht. Ah, da. Hä, wie kann ich daran vorbei rennen? Ich werde mich auch nicht in den Drachen verwandeln. Weil sonst kriege ich wieder zu viel Schaden. Ich denke mal, Endboss wird Akainu sein in dieser Mission. Aufgrund des Anime-Verlaufs her. Gehe ich mal einfach davon aus. Jawohl, Leben. Das ist wichtig. Unten links sind meine Leben übrigens. Da sind die beiden vereint hier, Ace und Whitebeard. Ey, die haben unsere Gebiete wieder eingenommen. Voll unfair. Was muss ich denn jetzt machen überhaupt? Achso, erober die gegnerischen Territorien. Okay. Ja, okay. Machen wir. Wieder abgeht, ne? Das ist so heftig. So, da unten das Gebiet müssen wir noch einnehmen. Irgendwie voll komisch mit den Vierecken. Passt irgendwie nicht so ganz genau. Mach die platt, Junge! Ach da, ich habe ihn gar nicht gesehen, so klein ist der. Hancock verprügeln ist eine Nebenmission. Kriegen wir hin. Kein Problem, die krallen wir uns. Kleine.
Das hat hier überlebt. Heftig. Aber keine Chance, da rauszukommen. Bayern spielt gerade gegen Dortmund. Okay. In welchem Wettbewerb denn? Ruffy erschienen, den hauen wir auf die Fresse. Der bleibt nicht lange hier auf dem Platz. Ach, Supercup, ach der. Das finde ich auch der unnötigste Cup überhaupt. Ich habe zumindest nie verstanden, warum man den macht. Vor allem, weil Bayern sowieso das Triple geholt hat. Normalerweise spielt doch da der Meister gegen den DFB-Pokalsieger, oder? Oha! Sengoku! Jetzt will er es aber wissen. Boah, Kizaru ist auch hier. Okay, wir waren uns nochmal in Drachen. Ich werde zwar richtig viel Damage kriegen, muss ein bisschen aufpassen, aber trotzdem. Guck mal, wie viel Damage ich kriege in der Form. Kizaru ist tot. Boah, Shanks auch noch. Ja, moin. Mehr aber nicht, ja. Ah, kein. Okay, ich dachte eigentlich, der wäre Endboss gewesen, aber. Ja, Sengoku macht mehr Sinn. Yo, Blackbeard auch noch, alles klar. Kommt da, kommt alle. Kaino und Kizaru sind tot. Das heißt, bleibt noch Kuzan übrig. Oh, Sengok ist da. Ach, wann gegen wen spielt denn Real heute? Boah, Fujitora auch? Oder der neue Admiral? Jo. Admiral, Großadmiral, alles hier. Zwei Kaiser. Boah, Sengok ist weg. Einer weniger. Fujitora auch. So. Wollte es eigentlich nach Shanks gehen? Ich weiß es nicht genau. Da sollte mich auch um Whitebeard kümmern. Also Ace ist auf jeden Fall bei mir, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Machen wir Shanks platt.
Gegen Valladolid, boah, den kenne ich gar nicht. Jawohl. Es war gut, weil er im lilanen Bereich war. Wie viele das umbringt. Das ist so heftig. Isco spielt, okay. Okay, jetzt sollten wir uns um... Weiß gar nicht, ist das da Jabura? Yo. Ist noch gestorben von meinem Angriff, das ist gut. Und wir haben Leben bekommen. So, jetzt gehen wir nach Blackbeard. Das müsste dann der letzte sein, dann ist die Aufgabe geschafft. Glaube ich. Boah, drei Kaiser sind hier. Was macht der Schaden bei Blackbeard? Boah, der hält aber einiges aus. Ich glaube auch, wenn ich Chopper nehme, der ist zu schwach für die Mission. Ja, gewonnen! Sehr gut. Zenhok. Vor allem hier steht Zenhok vor Sengoku. Besiegt. ...3200 Gegner. Das ist ein Gemetzel. Oh, wir haben D bekommen. Und einiges an Münzen. Und 1,6 Millionen Berry. Ja. An die YouTube-Zuschauer, danke fürs Zusehen. Sehen uns bei der nächsten Mission.